Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, was haben wir da auf dem Gabentisch? Heute haben wir mal wieder was aus der Baden-Württemberg-Kiste, so nenne ich die jetzt mal. Und zwar das Radlerzäpfle steht jetzt hier parat. Rothausbrauerei, Staatsbrauerei, ne, müssen wir ja sagen. Hatten wir glaube ich noch nicht gehabt und ja, Hochschwarzwald. Badische Staatsbrauerei Rothaus AG. Hier mit dieser Folierung. Rothaus soll früher besser geschmeckt haben als heute. Kann ich nichts zu sagen. Für mich war immer das Tannzäpfle so das, was man hier am häufigsten bekommen hat und übrigens auch immer noch bekommt. Also eigentlich in fast jedem Getränkemarkt, Supermarkt bekommt man auch immer Rothaus Tannzäpfle bei uns und hier bei uns in Berlin auch recht beliebt, muss ich sagen. Ne? So, ohne Zucker steht nochmal drauf. Also ein Radler 2,4% Umdrehungen haben wir und wir haben eine 50-50 Mische. Ich bin gespannt, was wir da jetzt haben. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ist zwar jetzt nicht so das typische Radlerwetter, aber naja. So, Kapsel, ist sogar bedruckt, hat aber zusätzlich eine Folie abbekommen. Fliegt trotzdem in den Müll und ich würde sagen, lassen wir mal laufen. Radlerzeit. Oh, das sieht aber sehr hell aus. Leicht grünlich. Ich glaube, hätten wir jetzt noch ein Greenscreen, hätten wir es wahrscheinlich gar nicht. Hätten wir mal transparent gehabt oder so. Ja, was haben wir denn da? Könnte ein Radler sein. Sieht tatsächlich so aus. Ist klar. Ist nicht naturtrüb. Ist ein filtriertes Radler und so gibt es sich auch zu erkennen. Wenn wir jetzt eine Blume messen würden, würden wir ungefähr 1,5 bis 2 Finger haben. Schneeweiß, so wie sie sich gehört. Und ja, mittel- bis grobporig. Wir bewerten es ja nicht, ne? Aber so, ich will es trotzdem einfach mal so zeigen, dass ihr das auch mal seht, wie sowas aussehen kann. Ne? Also sieht erstmal schon mal sehr anständig aus. So, von der Farbe her hatten wir schon öfters mal so Kandidaten gehabt. Ich erwähnte es schon, wir haben es hier mit einem sehr, sehr hellen Gelbfarbton zu tun, aber auch ein bisschen Grün ist drin. Das ist so ein typisches Zitrusgrün, wo ich auch sage. Und dementsprechend, vielleicht sogar ein bisschen Mint, ne? Alles sehr verblasst. Ja, ich will jetzt nicht sagen verwässert, aber so verblasst. Wenn einer so am ehesten eine Assoziation sucht, wie dieses aussieht, dann sage ich immer wieder, schaut euch mal so einen Perlwein an oder so einen, ja, so einen Sekt halt. Ne? So, dann könnte das ähnlich aussehen von der Farbe. Ne? Also es ist jetzt erstmal alles andere als kräftig oder so. Ne? Aber trotzdem schön anzuschauen, weil ich mag jetzt hier diesen ja, hellgelben Grünstich so da drin. Das hat schon irgendwie was, gefällt mir. Ne? Deswegen wegen dem Etikett hier auch. Wenn ihr oben so diese Folierung seht, das hat schon gewiss Ähnlichkeiten. Ja, wenn wir es bewerten würden, Freunde, würde ich sogar tatsächlich 4 von 5/6 möglichen Punkten geben für die Optik, für die Ästhetik. Also das sieht erstmal so okay aus. Das war nichts zu kritisieren. So, dann mal anschnuppern. Also steht auch drauf, ohne Zucker und es riecht erstaunlich fruchtig. Also das ist so vom Bouquet her, wie man sich so ein gutes Radler vorstellt, ne? Ja, schön fruchtig. Mag ich, glaube ich. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Radler und hoffentlich auf den Genuss. Ich bin gespannt. Ja, also süß ist es auf gar keinen Fall. Eher ein bisschen trocken. Ist beim Antrunk jetzt, merke ich sofort, okay, das ist eher so ein Kandidat, der so ein bisschen dry, der so ein bisschen trocken ist, der so ein bisschen nach hinten raus abflacht, ne? Der so stumpf wirkt, vielleicht auch auf der Zunge. Das ist dann halt so ein Kandidat. Wichtigste Frage bei einem Radler, schmeckt es irgendwie synthetisch oder naturell? Hier würde ich tatsächlich sogar sagen naturell. Also irgendwie jetzt beim Antrunk, ich habe jetzt nicht irgendwie ein Aroma oder irgendwie was wahrnehmen können auf der Zunge, was mich irgendwie an Synthetik erinnert, wo ich sage, okay, das ist auch ein bisschen arg übertrieben mit Aromastoffe. Sondern das ist eigentlich recht naturell schmeckend hier. Das finde ich erstmal schon mal ganz gut. Aber was auffällt, es ist halt sehr trocken. Also das merkt man auch. Ne? Und es zieht sich sofort sehr intensiv, diese Trockenheit bis nach hinten. Ich denke, ich werde auf Untappd das genauso auch beschreiben. Ja, wenn wir von den Attributen sprechen, sind wir natürlich ganz klar auf der Seite von einem gemütlichen, ja, Entschuldigung, auf der Seite von einem dynamischen Radler. Und es ist ziemlich herb, ne? Also es ist sogar ein bisschen herber hier, das wundert mich auch. Kann man jetzt sagen, es ist eine Fruchtherbe, es ist vielleicht eine kleine Fruchtherbe, aber unglaublich trocken, Freunde. Es ist nicht so fruchtig ausgeprägt, dass man wirklich so einen langanhaltenden, intensiven Geschmack auf der Zunge hat.
gar nicht. Also das Trinkste hast du dann auch auf der Zunge drauf und dann verflüchtigt sich das sofort und geht in dieses ja Trockene über, so wie ihr das so kennt auch von dem trockenen Sekt so etwa. Ne? Also es ist jetzt nicht so ein, also wenn ihr da jetzt an so ein klassisches IPA denkt, was so wirklich extrem fruchtig ist immer, ne, in der Textur, das ist genau das Gegenteil hier, was Frucht angeht. Und ziemlich herb. Also, wir haben ein erfrischendes Radler, spritzig, dynamisch, macht Spaß zu trinken, aber man muss dieses eher unsüße, unfruchtige und extrem trockene mögen. Wenn ihr dieses mögt, dann habt ihr hier auf jeden Fall mit dem Rothaus Radlerzäpfle eure Freude. Das können wir ganz klar so sagen. Objektiv wie subjektiv fand ich es erstmal richtig interessant zu trinken, hebt sich auf jeden Fall auch von der Menge ab. Also ich denke mal, wenn ihr jetzt so einen Test machen würdet, sogar blind, mit 10 unterschiedlichen Radlern, ihr würdet das jetzt hier rausschmecken. Also da bin ich ziemlich sicher. Also es hat schon ein sehr, sehr eigenes Profil, einen sehr, sehr eigenen Charakter. Das mag ich, deswegen gibt es dafür auch ein Pünktchen mehr. So, und wie wollen wir es dann bewerten? Ich würde jetzt hier 4 von 5 /6 möglichen Punkten geben. Ja doch, das ist es mir wert, ist für den Sommer genau das Richtige. Und das war es auch schon gewesen mit dem Test. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.